Am 21. Februar 2017 hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe entschieden, dass Bausparkassen bestehende Bausparverträge unter bestimmten Voraussetzungen kündigen dürfen. Warum der Bundesgerichtshof so entschieden hat, welche Voraussetzungen das sind und ob vielleicht auch dein Bausparvertrag betroffen ist, all das erfährst du in diesem Video. Viel Spaß dabei! Servus, hallo bei Versicherungen mit Kopf. Erst verstehen, dann versichern. Mein Name ist Bastian und in diesem Video geht es um ein Urteil des Bundesgerichtshofs zum Thema Bausparverträge. Was ist passiert? Am 21. Februar 2017 hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass Bausparkassen unter bestimmten Voraussetzungen bestehende Bausparverträge kündigen dürfen. Das Ganze ist quasi losgetreten worden, als zwei Bausparkundinnen hier angefangen haben zu klagen, weil ihnen ihr Bausparvertrag gekündigt wurde. Das Ganze ging jetzt hoch bis in die oberste Instanz zum BGH und der hat jetzt das finale Urteil gesprochen zum Nachteil der Bausparkunden. Und zwar hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass Bausparkassen Bausparverträge aufkündigen dürfen, die schon länger als 10 Jahre zuteilungsreif sind. Das heißt, Bausparverträge, die jetzt schon so weit bespart wurden, dass das Darlehen in Anspruch genommen werden kann. Was vor dem Urteil eigentlich schon unumstritten war, ist das Thema, dass Bausparkassen Bausparverträge kündigen dürfen, die schon komplett voll angespart waren, also wo quasi gar kein Raum mehr für ein Darlehen war, weil der Bausparvertrag schon quasi, wenn man einen 100.000er Bausparvertrag zum Beispiel abgeschlossen hat, der schon zu 100.000 Euro voll bespart wurde, weil dann gibt es ja hier gar keinen Raum mehr für ein Darlehen und dass die gekündigt werden durften, das war quasi schon vor dem Urteil klar, aber auch die wurden jetzt quasi nochmal mit diesem, BGH-Urteil bestätigt, dass das auch rechtswirksam war. Wo liegt jetzt aber eigentlich das Problem bei der Sache? Wieso musste er hier jetzt ein BGH-Urteil her, um diesen Sachverhalt zu klären? Nun ist es so, Bausparverträge wurden oder werden abgeschlossen, weil du quasi irgendwann mal bauen willst. Du willst bis dahin Geld sparen und deshalb machst du einen Bausparvertrag. Wenn der Bausparvertrag zu einem gewissen Teil angespart ist, dann ist er zuteilungsreif und dann kannst du ein Darlehen in Anspruch nehmen zu günstigen Konditionen. Das ist das Konzept des Bausparvertrags. Jetzt ist aber Folgendes passiert. Die Bausparverträge von damals, also von vor 10 Jahren, 15 Jahren, die haben halt eine enorm gute Verzinsung. Da sprechen wir so von 3%, 3,5%, 4%, also richtig, richtig gute Zinsen, festverzinslich. Und sowas kriegt man heutzutage halt einfach nicht. Und deswegen haben viele Kunden halt einfach gesagt, okay, mein Bausparer verwende ich eigentlich jetzt einfach mal nur zum Sparen, weil ich habe hier halt noch richtig gute Zinsen, die ich hier gut geschrieben bekomme und brauche eigentlich das Darlehen an sich nicht, weil jetzt im Moment die Darlehenszinsen ja total niedrig sind. Das heißt, ich lasse den Bausparer einfach weiterlaufen, kassiere weiterhin die Zinsen und lasse den quasi immer voller werden. Und das war dann halt eben für die Bausparkassen ein Riesenproblem, weil die mussten weiterhin diese hohen Zinsen zahlen, garantieren, obwohl die Bausparkassen jetzt halt auch selbst im Moment gar nicht die Möglichkeit haben, so hohe Zinsen zu erwirtschaften, plus Leute halt eben keine Darlehen mehr in Anspruch genommen haben. Also Leute, die jetzt quasi aus ihrem Bausparer hier eine Art Darlehen in Anspruch nehmen im Moment, die Zahl ist extremst gesunken. Ja, und das Ganze hat halt eben dann zu diesem Problem geführt, dass die Bausparkassen angefangen haben, hier Verträge zu kündigen und sich Kunden gewehrt haben und jetzt einfach ein finales Urteil her musste. Das einfach mal zur Erklärung, wodurch das ganze Problem eigentlich entstanden ist. Warum hat jetzt der Bundesgerichtshof zum Nachteil der Bausparkunden und quasi zum Vorteil der Bausparkassen entschieden? Es ist so, dass sich hier die Bausparkassen auf einen Paragraphen aus dem BGB berufen haben, und zwar Paragraph 489. Dieser besagt, dass quasi hier Schuldner von zu überhöhten Forderungen quasi geschützt werden sollen. Und vorher, also vor diesem Urteil war quasi nicht klar, kann dieser Paragraph auch angewandt werden auf die Bausparkassen. Das BGH hat gesagt, ja, das geht und hat das damit begründet, ein Bausparer ist dafür da,
das gespart wird. Dann wird ein Darlehen quasi, wenn die gewisse Summe erreicht ist, in Anspruch genommen. Und wenn das aber halt nicht gemacht wird, nicht erfüllt wird, sondern der einfach weiter bespart wird, das Darlehen einfach überhaupt gar nicht in Anspruch genommen werden wird, dann haben die Bausparkassen das Recht, hier nach 10 Jahren diesen Vertrag zu kündigen, weil hier dann einfach der Zweck des Bausparers einfach nicht mehr im Vordergrund steht. Was wird das jetzt für Folgen haben für dich und für alle anderen Bausparkunden? Es wird so sein, dass die Bausparkassen jetzt dieses Urteil natürlich hernehmen werden und werden hier eine Kündigungswelle raushauen und ganz, ganz viele Bausparverträge, die eben diese Kriterien hier erfüllen, kündigen. Das heißt, Bausparverträge, die entweder schon komplett voll bespart sind, hier werden Kündigungen rausgeschickt werden, oder Bausparverträge, die jetzt schon länger als 10 Jahre zuteilungsreif sind und quasi schon seit 10 Jahren eigentlich ein Darlehen in Anspruch genommen werden könnte. All diese Verträge werden jetzt zu 100%, also bin ich mir 100% sicher, werden alle rausgekündigt. Und das wird in den nächsten Tagen, Wochen passieren, werden hier jede Menge Briefe mit Kündigungen verschickt werden. Und zwar rechtens. Das ist das Wichtige an der Stelle. Das heißt, wenn du das Video jetzt siehst und du betroffen bist, bist du leider betroffen und kannst einfach nichts machen. Außer, das ist ein Punkt, der eventuell noch einen kleinen Angriffspunkt, sage ich jetzt mal, bei den Bausparkassen setzen könnte. Wenn dein Bausparvertrag dir damals wirklich unter den Gesichtspunkten quasi eine super, super Renditeanlage zum Sparen verkauft wurde und das vielleicht auch noch irgendwie dokumentiert wurde, dann könnte es sein, wenn du dann hier darauf dich beziehst und vielleicht ja auch klagst, wenn nötig, dann könnte es sein, dass die Kündigung dann für dich nicht wirksam ist. Aber das wird wahrscheinlich auch nur einen sehr, sehr kleinen Teil von Menschen betreffen, die hier einen Bausparvertrag haben. Für alle anderen sieht es schlecht aus. Hier muss die Kündigung einfach hingenommen werden. Ja, wie sieht jetzt die Zukunft aus der Bausparverträge an sich? Meiner Meinung nach nicht wirklich rosig. Durch das Niedrigzinsumfeld im Moment sind auch die Guthabenzinsen bei einem neu abgeschlossenen Bausparvertrag eher gering. Dazu hast du aber trotzdem eine Abschlussgebühr, die du zahlen musst bei einem Bausparvertrag. In der Regel ist das ungefähr 1% der Bausparsumme. Das heißt, über die Laufzeit gesehen wirst du wahrscheinlich nicht mal diese Bausparvertragsgebühr wieder erwirtschaften können. Also es ist entweder ein Minusgeschäft oder ein Nullsummengeschäft für dich. Dazu ist ja auch der Zweck des Bausparers, dass du dir quasi wieder durch das Bausparen an sich, durch den Vertrag, später mal günstige Darlehenszinsen sicherst. Auch das ist im Moment einfach wenig sinnvoll, da die Darlehenszinsen im Moment sowieso niedrig sind. Und noch ein letzter Punkt dazu, die Bausparkassen, oder manche Bausparkassen sind jetzt auch hergegangen, haben gesagt, wir binden jetzt einfach mal zusätzlich Klauseln ein in neue Bausparverträge, die uns quasi erlauben, einen Bausparvertrag nach 15 Jahren einfach zu kündigen. Das heißt, hier ist schon wieder neues Streitpotenzial vorhanden. Das war mit Sicherheit nicht das letzte BGH-Urteil, das wir in Bezug auf Bausparverträge sehen werden. Das ist zumindest meine Vermutung. Ansonsten war es das für dieses Video gewesen. Ich hoffe, du konntest dir hier wieder super wichtiges und praktisches Versicherungswissen für dich rausziehen. Wenn dir das Video dazu gefallen hat, dann lass doch einfach noch einen Daumen hoch da. Das zeigt anderen Leuten, die das Video anklicken, dass hier wirklich wertvoller Inhalt rübergebracht wurde. Wenn du den Kanal an sich noch nicht abonniert hast, dann lass doch einfach noch ein Abo da, damit du einfach in Zukunft kein wichtiges und praktisches Versicherungswissen mehr verpasst. Dazu interessiert mich natürlich auch immer deine Meinung. Warst du einer, der jetzt hier betroffen ist von diesem Bausparkassenurteil, dann schreib's doch einfach mal in die Kommentare. Wie siehst du die ganze Sache? Findest du das komplett unfair gegenüber den Bausparkunden oder sagst du, okay, die Bausparkassen müssen eigentlich so reagieren? Ich bin gespannt auf deine Meinung. Ansonsten, soziale Medien, Instagram und Snapchat, dürft ihr mir gerne auch folgen. Hier gibt es ein paar private Einblicke noch in meinen Alltag. Snapchat, Basti_Kunkel oder auf Instagram, Versicherung mit Kopf, einfach eingeben. So findet ihr mich. Das war's von mir für dieses Video. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Servus und mach's gut.